Endlich wieder Video! Hallo liebes Internet und herzlich willkommen zu But Make It Classy, der Sendung im Internet, in der ich euch Klassiker erkläre. Und heute, seit ewigen Zeiten, habe ich mir tatsächlich mal wieder Weinschorle eingeschenkt, weil so viel toxische und fragile Männlichkeit, wie wir uns jetzt anschauen müssen, ertrage ich einfach nüchtern nicht. Anscheinend habe ich aber verlernt, wie man schlürft. Obacht! Ich habe außerdem Emotional Support Käse, den ich mit Feigensenf bestrichen habe, weil ich ja Gourmet bin. I don't like food, I love it. Echt mehr Videos, Kapulinese. Und zwar schauen wir uns heute eins meiner Lieblingswerke überhaupt an. Und ich glaube, mein zweitliebstes Lessing-Werk nach die Juden, Minna von Bornhelm. Minna von Bornhelm oder Das Soldatenglück ist ein Lustspiel, also eine Komödie. Das Ding ist 1767 uraufgeführt worden, spielt aber exakt am 23. August 1763 während des Siebenjährigen Kriegs. Das habe ich vermisst. Der Siebenjährige Krieg, and don't quote me on that, ich habe nicht Geschichte studiert, war ein Krieg europäischer Großmächte. Und zwar auf der einen Seite Preußen und Großbritannien und auf der anderen Seite alle anderen, die ich jetzt vergessen habe. Die Habsburger, Frankreich, Russland, das Heilige Römische Reich, das war's. I'm a genius. Und die haben irgendwie in Europa gekämpft und auf See und in der Karibik und es war alles sehr wild. Und es geht los mit dem Major von Tellheim. Jetzt reicht's mir gleich. Der Major von Tellheim muss aus dem Wirtshaus, in dem er jetzt ein halbes Jahr gewohnt hat, raus, weil das Zimmer neu vermietet wird und weil er auch die Miete langsam nicht mehr zahlen kann. Darüber ist sein Diener just unfassbar sauer. So, und der Struggle vom Tellheim ist nämlich folgender. Der war nämlich Major im Krieg und hat die Kriegsabgaben von den Leuten so weit runtergedrückt, wie es irgendwie geht und hat auch Leuten diese Kriegsabgaben vorgestreckt. Und jetzt ist er pleite. Das Problem ist auch, dass weil er das vorgestreckt hat, ihm Bestechlichkeit vorgeworfen worden ist, weswegen er unehrenhaft aus dem Krieg entlassen wurde. Und jetzt steht er quasi da ohne Geld, ohne Ehre und mit sehr viel toxischer Männlichkeit. Er hat nämlich allein im ersten Akt schon drei Möglichkeiten, wieder an Geld zu kommen, das ihm auch rechtmäßig zusteht, aber er nimmt es nicht an, vor lauter Ehre und vor lauter, oh, ich bin ein Mann, ich kann dir nicht Hilfe von irgendwem annehmen, wo kommen wir denn dahin? Wirklich, wenn man toxische Männlichkeit googelt, dann kommen wahrscheinlich, keine Ahnung, Donald Trump und Tellheim. Ihr merkt, wieso ich den Wein braucht habe. Und weil jetzt Tellheim keine Ehre und kein Geld mehr hat, fühlt er sich unwürdig, Minna zu heiraten und hat sich deswegen so ein halbes Jahr einfach nicht gemeldet bei ihr und hat es einfach geghostet, weil er sich so schlecht gefühlt hat. Ich kann in das Video überhaupt keinen Counter für die Anzeichen toxischer Männlichkeit einbauen, weil so weit kann ich nicht zählen. How many are there? 36. Counted them myself. So, er nimmt also das Geld nicht an, er denkt, er kann Minna nicht heiraten, jetzt muss er auch noch aus dem Zimmer raus, also will er die Rechnung vom Wirt und er will auch eine Rechnung von Just, weil er sagt, ich habe kein Geld mehr, ich muss dich entlassen. Damit er den Wirt bezahlen kann, gibt er ihm den Verlobungsring, den Minna ihm geschenkt hat, also seinen eigenen Verlobungsring, den gibt er dem Wirt, beziehungsweise er gibt ihn Just und Just gibt ihm den Wirt, so. Und Just macht aber eine Gegenrechnung und sagt, boah, pff, was kompletter Quatsch ist. Eigentlich bin ich voll bei dir in die Schulden und deswegen bleibe ich jetzt einfach bei dir. Du kriegst mich nicht los, alles klar. Und dann kommt Minna. Minna ist nämlich mit ihrer Kammerjungfer Franziska unterwegs, um Tellheim zu suchen, weil sie den Boy endlich heiraten will, nicht checkt, warum er sich nicht meldet und das jetzt selber in die Hand nimmt. Und sie hatte auch eigentlich ihren Onkel dabei, der ihr Oheim ist, also ihr Erziehungsbeauftragter, in a way. Der hat aber mit seiner Kutsche einen Platten gehabt oder halt einen, die waren nur keine Luft in die Reifen, keine Ahnung, halt einen Unfall und ist jetzt quasi zwei Tage hinterher, reisemäßig. Er ist also noch nicht da. Und Tellheim musste aus dem Zimmer ausziehen, weil Minna in exakt dieses Zimmer einzieht. So, der Wirt
ist ein preußischer Spitzel und auch sonst einfach kein netter Kerl und zeigt dann Minna gleich mal diesen Ring, den er gekriegt hat, um so ein bisschen zu gossipen mit ihr darüber. Und sie erkennt den Verlobungsring und nimmt ihn an sich. Sie checkt also in dem Moment, aha, der kann nicht weit weg sein und der Wirt verspricht, dass er Just schickt, damit Telheim nochmal zurückkommt. Minna ist daraufhin so happy und so dankbar, dass sie nicht nur Franziska ein großes Geldgeschenk macht, sondern auch noch irgendeinem Kriegsverletzten, den sie begegnet. Und dann betet sie sehr weltlich, sehr wenig christlich. Aber sie betet, weil sie einfach so happy ist und gar nicht weiß, wohin mit ihrer Freude. Und ich glaube, wenn man nur weil man happy ist, einfach wahllos Leuten Geld schenkt, muss man schon ziemlich rich sein. Rich! Are you rich? Und dann kommt Telheim und die beiden treffen sich und an dieser Stelle könnte das Stück einfach vorbei sein mit einem Happy End, wenn nicht Telheim komplett davon aufgefressen wäre, was die Gesellschaft von einem Mann erwartet. Ihr müsst so schnell sein wie jedes Wasser. Darauf muss ich mich jetzt vorbereiten. Was ist mit mir? Ich kann nicht mehr schlürfen. Ich hab was im Auge. Ich find's nicht, naja. Irgendwas stimmt da nicht. Egal. Er erklärt nämlich Minna seine Lage und er sagt, ich bin so ehrenlos, ich bin so mittellos, ich kann dich nicht heiraten, ich kann dich dann nicht runterziehen mit mir. Und Minna sagt ganz ehrlich, halt dein Maul. Er sagt, ich bin Telheim, der Verabschiedete, der in seiner Ehre Gekränkte, der Krüppel, der Bettler. Jenem, mein Fräulein, versprachen sie sich nicht, wollen sie diesem Wort halten. Und Minna sagt, das klingt sehr tragisch, doch, mein Herr, bis ich jenen wiederfinde, in die Telheims bin ich nun mal vernarret. Diese wird mir schon aus der Not helfen müssen. Deine Hand, lieber Bettler. Und sie nimmt seine Hand. Und sie wollen sich umarmen und er zieht sich zurück und dann läuft er weg, weil er nicht damit klarkommt, dass Minna mit ihm klarkommt. So, und es ist natürlich ja Komödie, es ist immer viel durcheinander. Also, Minna will dann irgendwie mit Telheim reden und Telheim versteckt sich aber, weil er sich so schämt und dann lassen die das immer über Just und Franziska ausrichten. Dann kommt noch Werner und baggert Franziska an und sie baggert zurück und Werner erzählt Franziska, was der Wirt für einer ist und dass der nicht cool ist. Und der Wirt erzählt Franziska, dass Werner irgendwie sein Geld über Kriegsbeute gemacht hat und dann rantet Werner noch irgendwie über Telheim ab, dass er so ein Frauenheld wäre, obwohl es eigentlich sein Freund ist und es ist alles ein bisschen confusing. Also sie bespitzeln sich alle ein bisschen gegenseitig, es ist alles ein bisschen kompliziert. Moin, das passiert, wenn ich tatsächlich Wein trinke, während ich Videos drehe. Ich vergesse Dinge. Also, Werner ist der ehemalige Wachtmeister vom Telheim und er ist ihm irgendwie noch so ein bisschen loyal und er schuldet ihm irgendwie auch noch Geld und so und das ist der Werner. Und jetzt kommt die Intrige. Minna will jetzt nämlich so tun, als würde ihr Onkel, der am Anfang tatsächlich gegen Telheim war, weil Telheim ja aus Preußen ist und Minna aus Sachsen und die waren Gegner im Krieg. Das ist die internationale Geste für Gegner im Krieg, aber nur wenn man lange Nägel hat. Working 9-to-5, what a way to make a living. Der hat ihn mittlerweile voll akzeptiert, aber Minna will eben erzählen, dass der Oheim sie enterbt hat, weil sie Telheim heiraten will. Und sie weiß, dass dann bei Telheim die Gottkomplexlampen angehen und er sie dann heiraten will, um sie davor zu retten, mittellos zu sein als Frau. Ich brauche meinen Emotional Support Käse. Außerdem steckt sie sich Telheims Verlobungsring an. Also nicht den, den sie gekriegt hat von Telheim, sondern den, den sie Telheim gegeben hat. Und dann vom Wirt wieder, you know, den. Und es weist alles schon darauf hin, dass irgendwie das Gericht entscheiden wird, dass Telheim alles wiederkriegt und dass er seine Ehre wiederkriegt und alles. Aber Telheim ist einfach so deep in seinem, keine Ahnung, was er da für einen Film schiebt, aber er blendet das alles aus. Telheim und Minna treffen sich dann nochmal und sie streiten richtig hart, weil Telheim einfach nicht kapiert. Da sagt sie gerade ein bisschen aufhört wie ein Kleinkind. Und sie streift sich ihren, seinen Ring ab und gibt ihm seinen eigenen Ring zurück, was er aber nicht kapiert. Und nach dem Gespräch kommt dann Franziska zu Telheim und sagt, weißt du eigentlich, dass die jetzt enterbt worden ist und ist alles ganz mies mit ihrem Oheim? Und in dem Moment beschließt Telheim, das Geld von Werner doch anzunehmen, weil jetzt muss er ja Minna retten. Minna retten.
Und jetzt geht's richtig ab, Obacht. Werner kann dann sogar verkünden, dass es jetzt gerichtlich beschlossen wurde, dass Telheim sein Geld wiederkriegt. Das ist Telheim aber jetzt ein bisschen egal. Er will sofort Werners Geld, weil er diesen Ring vom Wirt wieder auslösen will und dann sofort Minna heiraten. Und dann will er auch sofort wieder in den Krieg ziehen, damit er wieder Geld verdienen kann, damit er so richtig sorgen kann für seine Frau, wie ein echter Mann das so muss. Und er ist total begeistert. Er geht total auf und ihm geht super mit der Idee, dass er jetzt wieder der ist, der über der Frau steht und der sie retten kann. Weil er nämlich in sein Brain nicht damit klarkommt, wenn er zwischenzeitlich, nicht mehr permanent, sondern zwischenzeitlich eventuell einen Ticken unter seiner Frau steht. Aber wenn er drüber steht, dann ist die Ehe natürlich top, weil so muss sie ja sein. Jetzt mit dem Schlürfen wird nicht mehr besser halt. Franziska versucht dann zwischendurch, Telheim darauf hinzuweisen, dass der Ring, den er hat, nicht Minnas Ring ist, sondern sein eigener. Er checkt's aber nicht. Er geht dann zu Minna und sagt, ich werde dich heiraten. Und Minna sagt, nein, auf gar keinen Fall. Und bleibt in der Intrige, was Franziska so ein bisschen confused, aber Minna ist jetzt drin im Game einfach. Die will jetzt einfach, dass er so ein bisschen leiden muss, der Telheim. Und meiner Meinung nach völlig zu Recht. So, dann kommt dann noch ein Feldjäger und hat so ein Schreiben vom König dabei, in dem steht, dass der Telheim rehabilitiert wird. Er hat also alle seine Ehre wieder, es ist alles top. Und Telheim denkt so, ja, jetzt reicht's aber, jetzt muss sie mir heiraten wollen. Und Minna sagt aber immer noch nein. Dann sagt er, okay, dann ziehe ich nicht wieder in den Krieg. Aber Minna sagt so, du checkst einfach das Problem nicht, Telheim. Er will dann, weil er überhaupt nicht mehr weiß, was er noch anstellen soll, die Rehabilitierung rückgängig machen, wovon er Minna dann gerade noch abbringen kann. Das wäre echt mal das Dümmste gewesen, was man überhaupt machen kann. Und Minna erklärt ihm halt dann, dass sie findet, dass in der Partnerschaft beide Parteien gleich sein müssen. Was Telheim verwechselt mit, Minna will reich und in der Welt und sein. Dabei will sie einfach nur, dass er checkt, dass die Ehe so rum nicht cooler ist, als sie so rum wäre. Und dass sie aber geistig so... Ihr wisst, was ich meine. So, dann erzählt der Wirt, Just, der dann Telheim erzählt, dass Minna diesen Ring ausgelöst hat. Was Telheim missinterpretiert als eine Entlobung von Seiten Minnas, weil er immer noch nicht gecheckt hat, dass Minna ihm den Ring zurückgegeben hat. Dann bringt der Werner noch mehr Geld für Telheim. Telheim will aber dann weder das Geld noch Werner da haben. Dann schießt Werner Franziska ab und dann sind alle komplett confused, inklusive mir. Und dann kommt der Onkel. Der Onkel, der mittlerweile komplett okay mit der ganzen Story und der Beziehung und allem ist, aber Telheim denkt ja, dass der Onkel Minna enterbt hat und deshalb will er ihn duellieren, weil er ist ein Mann. Und dann kurz vor diesem Duell checkt er endlich, dass der Ring, den er hat, sein eigener ist und er checkt so ein bisschen, wie er sich angestellt hat. Und dann machen sie die Hochzeit aus und der Oheim kann eigentlich nichts mehr, außer Minna zu ihrer Wahl zu gratulieren. Und Werner und Franziska versprechen sich auch einander und dann ist quasi Doppelhochzeit Happy End. Hi, ich nochmal. Übrigens macht auch Franziska Werner den Antrag, was super crazy ist für damalige Zeiten. Also sie schaut ihn an und sagt, braucht er keine Frau Wachtmeisterin? Und das ist schon ziemlich sassy. Bin Franziska-Fan. Ich weiß, es ist alles so ein bisschen confusing, weil da halt so ein bisschen Politik dabei ist, weil natürlich ist es Lessing. Aber wirklich, wenn man das liest, ich finde es so viel besser, schöner zu lesen, so viel prickelnder, so viel funnier natürlich, weil es eine Komödie ist. Und so, also ich finde, man kann da genauso viel rausziehen, wenn man jetzt mindestens genauso viel, wie wenn man jetzt Emilia Galotti lesen würde. Aber das Ding ist, wie ich ja auch in meinem Overrated und Underrated Klassiker Video Show erzählt habe, dass einfach in der Schule sehr viel mehr Tragödien als Komödien gelesen werden, weil irgendwie alle das Gefühl haben, es muss eine Tragödie sein, damit man was lernt dabei. Was aber meiner bescheidenen Meinung nach Quatsch ist. Und Männer von Barnum ist, glaube ich, sogar noch eine der Komödien, die noch am öftersten in der Schule gelesen wird. Und es ist einfach echt mal wirklich auch ein Stück, was ja wirklich selten ist, mit einer starken Frauenfigur. Weil zum Beispiel in der damaligen Zeit allein der Fakt, dass Minna ohne ihren Onkel alleine weitergereist ist und nicht gewartet hat, bis seine Kutsche auch wieder einen gewechselten Reifen hat oder was auch immer, ist schon ein riesen Ding.
Und auch, dass sie quasi allein beschlossen hat, dass sie Telheim heiraten will und der Oheim nur noch kommt und sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, ist ein Riesending. Und auch, dass sie diese ganze Intrige hat, nicht irgendwie aus Fun oder weil sie muss oder weil sie bösartig ist, sondern einfach, um ihm zu zeigen, dass es sich gerade lächerlich aufführt, ist einfach Premium. Ich liebe Minna von Bornhelm. Und Telheim nervt einfach so krass, aber um das geht's ja. Und ich weiß, es sind natürlich irgendwie unterschiedliche Themen, aber wenn man halt die Wahl hat, ob man jetzt Minna von Bornhelm liest, das nach der Frau heißt, die auch die Handlung vorantreibt in diesem Stück, oder ob man Emilia Galotti liest, das nach der Frau benannt ist, die in genau 6 Szenen in dem ganzen Stück auftaucht und an der Stelle getötet wird, wo sie die erste Entscheidung ihres Lebens treffen müsste, weiß auch nicht. Ihr wisst ja, weil ich ja nicht müde werde, es zu erzählen, dass ich riesen Lessing-Fan bin. Ich liebe alles, außer Nathan der Weise und Emilia Galotti. Und das sind die beiden Dinge, die immer in der Schule gelesen werden. Da finde ich sogar Laokoon besser. Laokoon ist so eine philosophische Schrift, wo er quasi auseinandernimmt, was die bildende Kunst kann, was die Lyrik oder die Schreibkunst nicht kann und wo da die Unterschiede sind. So Premium. Würde ich 100-mal lieber lesen als Fick Emilia Galotti, ganz ehrlich. Und Minna von Bornhelm hat so viele Bildungsmöglichkeiten. Das wäre wirklich, man könnte einfach im Deutschunterricht toxische Männlichkeit behandeln. Wie geil wäre es eigentlich? Also Appell an alle Deutschlehrkräfte, die zuhören. Und ich weiß, ihr schaut zu. Ihr schreibt es mir in Nachrichten. I know you're there. Lest mit eurer Klasse Minna von Bornhelm. Es ist mega. I love it. Und dann war es das heute auch schon von mir. Ich weiß nicht, ob man jetzt einen Unterschied gemerkt hat, ob ihr jetzt Wein trinkt oder nicht. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Unterschied merkt, außer an dem Öffnungsgrad meiner Augen und an dem Fakt, dass ich offensichtlich komplett verlernt habe, wie man schlürft. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns genau hier wieder übernächsten Dienstag. Ihr könnt mich ja gerne abonnieren, dann kriegt ihr das auch mit, wenn ich wieder ein Video poste. Ansonsten habe ich ja meine Merch rausgebracht, den ich euch unten verlinken kann. Ofenkäse Pommes Baby! Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, dann folgt ihr mir offensichtlich nicht auf Instagram, was ein Riesenfehler ist. Und dann sehen wir uns wieder hier oder woanders im Internet oder vielleicht bald irgendwann wieder im echten Leben, wenn die Panini sich endlich mal zusammenreißt. Und bis dahin, tschüss!